Jo, meine Freunde, ich rutsche hier mal gerade rüber. Zack. Boah, wer hat das gemacht, Digga? Vielen lieben Dank für den Sub. Hype Train ist gestartet. Lass ein paar Sub-Bombs da, Kappa. So, wir starten jetzt. Wir gucken von Imp das mutige Minderheitenmarketing. Die Wand bitte. Na gut, ich selbst nicht. Ach ja. Ja, das hast du vergessen. Ich bin weiter Impri-Strike. Ja, ich will so eine Adana-Rolle, wo dieses Adana-Hackfleisch in so einem Dürüm drin ist. Wichtig. Mann, warum sagst du das jetzt so? Ist voll peinlich. Ich häufe herum und es geht nur um Essen. Ja, also so eine Rolle, wo so Hackfleisch drin ist. Hackfleisch-Spieß. Ein Adana-Dürüm-Kebab irgendwie so, keine Ahnung. Wie heißt das, Leute? Guck mal, es wird noch. Ne, wie heißt denn das? Hier dieser Hackfleisch-Spieß. Und den eingerollt in so eine türkische Pizza. Den hätte ich gerne. Ja. Ja, mit was denn? Alles. Voll rein, Digga. Nein, auch Zwiebeln, komm. Zwiebeln sind gesund. Alles rein, außer scharf. Ich glaube, wir kommen nicht auf den Mindestbestellwert. Möchtest du noch eine Sprite? Ja, komm, noch eine Sprite, Digga. Zucker nehme ich gerne. Komm, hau rein da. Wer anders eine andere sexuelle Orientierung hat, es ist mir. Aber heißt das? Heißt das wirklich Adana? Weil der Laden heißt auch, also wir haben ja einen Laden, der auch so heißt, deswegen dachte ich so, hey, das heißt es, das nennen die doch einfach so, oder? Sagt so scheißegal. Ich bin ja nicht involviert, wenn ihr das irgendwie machen wollt. Es ist mir wirklich scheißegal. Im Gegensatz zu mir ist es aber aktuell diversen Firmen über. Heißt Adana, okay. Ja, dass es eine Stadt ist, wusste ich sogar, aber ich wusste jetzt nicht, ob man das Gericht dann auch wirklich so nennt oder ob die das einfach so nennen, weil das so heißt. Ne? Manche Läden haben ja dann so, keine Ahnung, wenn jetzt mein Laden Tims Grillhaus heißt. Dann kann ja auch sein, dass ich Tim Dürüm habe. Weißt du, und dann ist das einfach so der Name davon. Überhaupt nicht scheißegal, was man zum Beispiel an deren Profilbildern auf Social Media erkennen kann. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät mit dem Thema. Ich habe leider zu viele Freunde, um erfolgreicher YouTuber zu sein. Ich bin draußen gewesen, Autsch, an der Sonne und habe meine Privilegien genossen, wie man sieht. Ihr seid einfach nur rot. AKA privilegiert. Was denn? Soll ich gucken? Ich weiß nicht, was ist. Ich find deins nicht. Ja. Zurück zum Thema. Mein Problem mit der ganzen Sache ist natürlich nicht, dass irgendwelche Leute eine Rainbow Flag in ihr Logo oder in den Hintergrund hängen. Absolut gar kein Problem. Mich stört nur die Inkonsequenz. Das ist gar nicht der Laden, den ich meine. Aber das ist der Laden, den ich meine. Ja, wir können da ja bestellen. Ja. Lamatschun Döner ist ja diese Rolle mit Fleisch einfach, ne? Ja. Das ist diese türkische Pizza. Ja, genau, nehme ich, Digga. Ich feier türkische Pizza. So. Kuchen-TV Uncut, was geht? Habt ihr Bock oder was? Dem Ganzen. Und dass ich es manchen auch nicht so ganz abnehme, dass sie das ernst meinen. Es wirkt so ein bisschen eher wie Marketing. Zum Beispiel kann man sehen, dass Firmen wie Mercedes-Benz, BMW, Cisco, Lenovo oder Bethesda auf Twitter ihr Logo geändert haben, um ein Regenbogen-Logo zu haben. Wahrscheinlich wird das auch Ende des Monats wieder geändert, aber ne, für einen Monat kann man... Ja gut, ist ja auch Pride Month, ne? Das muss man ja mal supporten. Pride Month, scheiße. Aber zum Beispiel die Middle East Accounts... hat sich nichts getan. In Regionen, wo das eh schon toleriert und akzeptiert wird, da schwenkt man dann die Flagge, ja, und sagt, jawohl, wir sind da Prime Month, Digga, voll dafür, wir sind komplett auf eurer Seite, das ist jetzt der richtige Schritt. Und da, wo es eben noch nicht akzeptiert ist, wo es notwendig wäre, dass vielleicht Leute mal aufstehen, vor allem mächtige Leute, und mal sagen, hey, das ist ein wichtiges Thema, das könnte man mal angehen, nix. Vielleicht, weil da der Umsatz bedroht ist und hier halt nicht. Ich meine, wer würde denn sagen, oh, ich wollte mir eigentlich ein BMW kaufen, aber jetzt, wo die auf Twitter ihr Logo geändert haben, da hole ich mir doch lieber einen anderen Wagen. Wird wahrscheinlich nicht unbedingt passieren, oder? Also, es wirkt halt einfach nur wie Marketing. Oder ein anderes Beispiel. Ja, ich sehe das persönlich halt genauso wie er. Also, ich finde es halt einfach super traurig, dass, zum Beispiel bei Bayern ist das ja auch genau das gleiche, Digga. Da muss ich auch also wirklich schlucken. No homo, lol. Nein, da muss ich wirklich, da habe ich mir auch gedacht, Digga, das kann halt echt nicht euer Ernst sein, ne? Jetzt war ja auch wieder die ganze Diskussion, da darf das Stadion bunt geleuchtet werden während dem Spiel gegen Ungarn. Ich finde ja, weil es einfach ein wichtiges Zeichen ist für eben genau die betroffenen Personen, dass man halt weiß, ey, ne, wir stehen hinter euch und wir wollen uns hier auch gegen aufstellen, wenn da irgendwelche Leute nicht tolerant sind. Und ich guck mal gerade, ob ich das hier finde. Ich weiß nicht, wann die das gepostet haben. In Bayern postet doch immer so viel, ne? Digga, guck mal, da habe ich mir auch gedacht, Digga, das kann nicht deren Ernst sein, ne? Wir hätten uns gefreut, wenn die Allianz Arena am Mittwoch in den Regenbogenfarben hätte strahlen können. Weltoffenheit und Toleranz sind grundsätzliche Werte, für die unsere Gesellschaft steht und für die der FC Bayern steht. Digga, aber gleichzeitig arbeitet ihr mit Katar zusammen, fahrt da jedes Jahr ins Trainingslager und werdet von Katar Airways gesponsert. Ein Land, was Homosexuelle einsperrt, für bis zu 5 Jahre, glaube ich. Und ich meine auch
Peitschenhiebe, da bin ich mir aber nicht sicher. Also jetzt mal Real Talk, wo steht ihr für Offenheit und Toleranz? Das ist euch scheißegal. Wisst ihr, wofür ihr steht? Für Geld. Euch sind die Rechte einfach scheißegal. Safe hättet ihr auch mit Diktatoren der Vergangenheit zusammengearbeitet, wenn die einfach nur mit Geldschein gewedelt hätten, egal was die gemacht hätten, weil es euch scheißegal ist. Es geht euch nicht um die Menschen. Ein richtiges Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz wäre es, den Sticker von Qatar Airways abzuschneiden und zu sagen, wir arbeiten mit solchen Firmen nicht zusammen. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass der FC Bayern keine anderen Sponsoren hätte. Vor Qatar Airways war es halt Lufthansa. Keine Ahnung, wie viel zahlen die mehr? 10 Millionen? Digga, als ob 10 Millionen Bayern München juckt. Die haben irgendwie einen Umsatz von fast 1 Milliarde, glaube ich, im Jahr. Es ist doch scheißegal. Scheiß doch auf die 10 Millionen, wenn ihr wirklich mal ein Statement dazu setzen könnt, dass Homosexuelle nicht mehr verfolgt werden. Ja, vor allem mein Kommentar hier. So, es tut weh, wirklich. Ich finde dieses Greenwashing auf den Rücken von homosexuellen Menschen einfach sowas von absolut ekelhaft. Ich finde es Real Talk einfach absolut ekelhaft, wie diese Leute ausgenutzt werden, um zu sagen, guck mal, wie weltoffen und tolerant wir sind, obwohl man im Hintergrund alles für Geld macht, vollkommen egal, was der Staat macht. Wirklich, es tut wirklich einfach weh. Und das finde ich wirklich einfach traurig so. Und das tut mir wirklich für jeden leid, der da wirklich drin ist. So, ihr müsst mal, denkt einfach mal nach, stellt euch mal vor, ihr seid selber in dieser LGBTQ-Community drin. So, ihr, keine Ahnung, ihr werdet teilweise nicht toleriert, ihr werdet angemacht in irgendwie 55 Staaten, werdet ihr ins Gefängnis gesteckt, wenn ihr da eure Sexualität auslebt. Und dann kommt so ein FC Bayern an, der genau mit diesen Staaten zusammenarbeitet und sagt dann, ja, aber wir stehen ja für Weltoffenheit und Toleranz. Was ist das für ein Schlag in die Fresse, Digga? Wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist absolut ekelhaft. Steam zum Beispiel, die haben diesen Monat ein Spiel umsonst rausgegeben, welches homosexuelle Protagonisten oder so beinhaltet. Ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung. Aber jedenfalls, wenn man ein bisschen weiter sucht, dann findet man: This game is not available in these countries. China, Indonesia, Kuwait, Russia und so weiter. Ihr versteht, worauf es hinausgeht. Also, was bringt das dann? In den Regionen, wo es eh schon supported wird, noch ein bisschen Support oben drauflegen, das ist doch irgendwie heuchlerisch. Ja. Wobei Support an sich auch immer noch gut ist. Also auch in Deutschland haben wir ja noch nicht die 100%ige Gleichberechtigung von den Leuten erreicht. Aber klar, du merkst halt einfach, dass die Firmen das einfach nur zum Imagewashing halt benutzen, dass sie sagen können, guck mal, wir haben uns ja auch dafür eingesetzt. Oder sobald eine Mehrheit hat, ist man dann dafür und sonst nicht. Klingt nicht nach Idealismus, klingt nach Marketing. Oder ein anderes Beispiel, Spotify, da habe ich natürlich, wie man es vom Diverse of the Year erwarten würde, divers als Geschlecht angegeben, aber als ich dann versucht habe, über NordVPN mich durch Indien einzuloggen, um mir da den günstigeren Tarif zu kaufen, was leider nicht funktioniert hat, weil die gesagt haben, ja, die Zahlungsmethode ist aber nicht aus Indien, da versucht uns wohl einer zu verscheißern. Jedenfalls funktioniert nicht. Wenn man aber seine IP auf Indien ändert und das Land ändert, verschwindet plötzlich diese Divers-Checkbox. Da gibt's dann doch nur noch männlich-weiblich. Ja gut, ich glaube aber, dass Divers da halt drinne steht, weil es in Deutschland ja auch als drittes Geschlecht akzeptiert ist, ne? Für Leute, die nicht biologisch eindeutig Mann oder Frau sind, oder? Ist das nicht so? Also das macht man ja halt eher deswegen, glaube ich, und nicht jetzt wegen den LGBTQ-Leuten, oder? Soweit ich weiß. Kann auch sein, dass ich das komplett falsch gecheckt habe und entbrecht hat, aber ich meine, dass es halt eher daran liegt, dass das dritte Geschlecht einfach existiert. Und ja, dass deswegen dahin geschrieben wird. In Deutschland wird schön alles durchgegendert und es gibt mehr Geschlechtsoptionen. Und sobald man dann in eine Region kommt, wo das nicht so Mainstream akzeptiert ist, lieber ein bisschen zurückziehen und dann gibt's doch nur zwei. Marketing. Aber immerhin setzen sich auch einige dieser genannten Firmen mit ihrem Kapital für den gesellschaftlichen Wandel ein. Wenn zum Beispiel Mercedes-Benz oder BMW mit ihrem Geld Parteien unterstützen, unter denen die gleichgeschlechtliche Ehe durchgesetzt wurde. Aber wenn man sich die Abstimmungsergebnisse mal so anguckt, dann kam das nicht dank der CDU. Dafür dagegen. Ja, am lustigsten finde ich übrigens auch, der aber auch krass, ne? Am geilsten finde ich, da muss ich wirklich sagen, also ich finde solche Leute, es sollte irgendwie so ein Gesetz geben, dass man dann gezwungen wird, sich ins Interview zu setzen und dazu Stellung zu nehmen. Also jetzt so übertrieben, das will ich natürlich nicht, aber so im Kopfmäßig würde ich es halt mega feiern. Unsere gute alte Drogenbeauftragte, Daniela Ludwig, hat jetzt ein Bild gepostet gehabt, wo die hier so ein Regenbogenflaggen-Ding hat. Und hat dann so gepostet, ja, hier für Offenheit und Toleranz. Wisst ihr, wer gegen die Ehe für alle gestimmt hat? Daniela Ludwig. Sowas ist halt, also es tut wirklich einfach mega weh, weil du halt merkst, die macht das jetzt nur, weil es halt gerade einfach, sag ich mal, so angesagt ist, so, weil man sich damit halt einfach
ein besseres Image geben möchte, obwohl dir selber diese Leute nicht nur egal sind, sondern du ja auch gegen die Toleranz von zum Beispiel Homosexuellen sind, weil du gegen die Ehe für alle gestimmt hast. Du willst gar nicht, dass sie die gleichen Rechte haben, dann laber doch nicht so einen dummen Scheiß. Digga, wie gerne hätte ich die in so einem Interview, wo du ihr das wirklich einfach mal vorwerfen kannst, aber wirklich das nachgehakt wird. Man kann seine Meinung ja ändern. Bruder, was soll denn in der Zeit jetzt passiert sein? Warum soll sie denn plötzlich ihre Meinung geändert haben? Also ja, natürlich geht das, aber es ist schon sehr random, oder? Ich meine, keine Ahnung, die Frau ist 50 oder so, als ob die jetzt von 47 bis 50 plötzlich gesagt hat, ach, naja, Ehe für alle ist ja doch gut. Durch, sondern trotz der CDU. Die haben mehrheitlich dagegen gestimmt. Auch Angela Merkel persönlich hat dagegen gestimmt. Gut, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich bei der gleichgeschlechtlichen Ehe auch ein bisschen anderen Ansatz gewählt, nämlich die Ehe komplett abzuschaffen bzw. zu privatisieren, weil ich nicht finde, dass es irgendeinen vermutlich nicht existenten Gott oder das Standesamt irgendwas angeht, mit wem wer zusammen ist, aber wenn schon Ehe, dann für alle. Aber die haben ja auch offen homosexuelle Mitglieder, wie Jens Spahn zum Beispiel, der ja auch mit einem Mann verheiratet ist, aber Jens, wäre deine eigene Partei Alleinherrscher oder bisschen stärker gewesen und die Opposition dafür schwächer, dann dürftest du vermutlich bis heute noch nicht deinen Mann heiraten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deine eigenen Parteikollegen, deine Verbündeten, würden dir absprechen, den Menschen zu heiraten, ja, den Mann. Du liebst. Sind das die Verbündeten, die man haben will? Naja, ich weiß ja nicht. Das würde ich auch super gerne mal Jens Spahn fragen, wie der das so sieht. Weil musst du überlegen, wenn er mit den chillt und der hat seinen Mann dabei, also der weiß ja eigentlich, dass keiner hat Bock, dass die verheiratet sind. Also das wird jetzt natürlich nicht, das wird jetzt nicht deren wichtigstes Thema sein. Die werden jetzt nicht gehen und sagen, oh, die haben geheiratet, ne? Aber da ist ja dann schon so eine negative Einstellung auf jeden Fall mit dabei, ne? Weil sonst hätten sie ja nicht dagegen gestimmt. Wobei Jens Spahn und Ethik, das ist ja nochmal so ein anderes Thema. Ich glaube, der ist in der CDU trotzdem schon ganz gut aufgehoben. Bei der Recherche zu Bildern von Jens mit seinem Mann bin ich übrigens auch über folgendes Bild gestoßen mit einem sehr sympathischen Logo im Hintergrund. Und da ist mir eingefallen, es gibt ja auch noch die Queer-Bild. Da bin ich neulich mal über Zufall drauf gestoßen. Ja, wirklich. Ausgerechnet die Bild-Zeitung. Das große Völkerverständnis. Linke wollen Schwulunterricht einführen. Werden wir alle Afrikaner. Verständigungsmagazin, was sich immer dafür einsetzt, dass Minderheiten nicht mehr diskriminiert werden. Die Bild-Zeitung. Da hilft's auch nichts, wenn man noch weitere Kampagnen wie Wir helfen oder Ein Herz für Kinder startet. Die Bild-Zeitung ist schon seit Dekaden eins der spalterischsten Drecksblätter, die es in diesem Land gibt. Und da bringt's auch nichts, wenn man sich ein bisschen mit Regenbogenfarben anpinselt oder Ein Herz für Kinder hat. Denkt ihr, man vergisst das direkt, was ihr so... Arzt erklärt, warum er Asylbewerber nicht mehr behandelt. Burka-Frau verprügelt die Su-Verkäuferin. Abgeschoben, Einreisesperre illegal zurück und trotzdem Stütze. Die Wahrheit über kriminelle Ausländer. Deutschland wird immer ärmer und dümmer. So schnell kann gehen, das Bild-Wahlprogramm liest sich wie das der AfD. Gut gemacht. Ich hasse Madame Merkel. Kann Merkel in Afrika Flüchtlinge aufhalten? Ausländer dürfen über deutsche Regierung abstimmen. Wenn ihr alles abgezogen habt, da kann man das doch nicht einfach wieder gut machen, indem man hin und wieder mal einen Herzchensticker irgendwo hinklebt. Was ist denn das für ein dämlicher Scheiß? Der Bild-Zeitung kaufe ich das Herz für Kinder ungefähr so sehr ab wie der NPD, wenn sie Todesstrafe für Kinderschänder fordert. Das ist einfach dämlicher, billiger Populismus. Kleiner Spaßfakt zur gleichgeschlechtlichen Ehe, die 2017 legalisiert wurde. 2012 hat man das schon mal versucht, da wurde das fast einstimmig von der FDP gekippt. Und Eheschließung für Gleichgeschlechtliche, krass. Gleichzeitig haben die diese Plakate hier rausgegeben. Gleiches haben sie auch gemacht bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Da hat sich jemand seine 4 Jahre Pause aber redlich verdient. Können wir das vielleicht bei der CDU jetzt auch mal machen? 4 Jahre Opposition oder so? Unter 5% wird man vielleicht nicht schaffen, vermutlich nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Ne? Ich glaube an euch, Leute. Von unseren Freunden von der CDU, die sich... Realtor, warum ist die Bild eigentlich so groß? Naja, weil sie halt einfach die lautesten sind, ne? Also es ist einfach genau so, guck mal... Wenn du zum Beispiel solche Sachen siehst wie, keine Ahnung, wir holen uns die kriminellen Ausländer in unser Land. Das lesen halt viele. Na klar, so wenn du dir mal, wenn du mal so schaust, was die zum Beispiel bei Facebook so posten, also nur die Überschriften so, das triggert einen schon, da drauf zu klicken, ne? Weil du dir schon so denkst, was schreiben die denn da jetzt wieder? Also nicht, dass man jetzt die eigene Meinung bestätigt bekommen möchte, aber die machen halt immer sehr krasses Clickbait, ne? Auch natürlich so, dass es halt hetzerisch ist, aber genau deswegen, ist man halt drin. Zum Beispiel, gut, ich weiß nicht, ob ich das Bild jetzt zeigen darf, war schwierig, aber zum Beispiel Bild hat jetzt wieder gepostet, Messerangriff in Würzburg, darum wurde der Attentäter nicht abgeschoben.
so, ich weiß nicht, vor allem, wenn man da die Kommentare liest, ist es auch direkt irgendwie vorbei, muss man sagen. Also, ja, wahrscheinlich kann man da halt genauso durchgehen. Das sind halt Sachen, da klickt man halt dann gerne drauf, ne, weil die halt schon so extra so geschrieben werden. Bis zum Schluss dagegen gestellt haben. Machen doch alle Zeitungen. Ja, aber du siehst ja, dass die Bild am meisten Presserügen hat, mit Abstand. Also sie machen es einfach am meisten. Gibt es ja sogar den LSU, Lesben- und Schwulenverband in der Union. Das ist ja fast so dumm wie homosexuelle Katholiken. Ah, warte, gibt's ja auch. Könnte man auch einfach mal austreten aus so einem Scheißverband oder... Man könnte auch einfach noch mehr solche lustigen Verbände gründen. Es ist bekannt, dass die Bild Schmutz ist, ja, aber viele Bürger sind halt nicht so intelligent und lesen das dann trotzdem so. Was denn mit Verband der veganen Schlachter oder Kommunisten in der FDP oder Schafe in der Wolfsherde? Irgendwie so ein Unsinn. Wer sich allerdings noch mehr als großer LGBT-Supporter hingestellt hat, ist die SPD. Da gibt es sogar die SPD-Queer, die dann sowas postet wie I'm so queer, I can't even vote straight oder Trans rights are human rights. Wenn dann allerdings von Linken, Grünen und FDP ein Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt wird, was es Transleuten so ein bisschen einfacher machen soll, dann sind Trans rights für die SPD doch nicht mehr so ganz human rights. Und dann hängt zwar bei der CDU auch weiterhin eine Regenbogenfahne vor dem Bundestag, aber trotzdem... Wobei man da allerdings sagen muss... Wir wissen halt nicht, wie gut oder schlecht das Gesetz ist. Ne? Nur weil es eine gute Absicht hat, heißt ja nicht, dass das Gesetz gut umgesetzt ist. Ne? Also das ist, den Punkt finde ich nicht so stark. Ich kenne das Gesetz selber nicht, keine Ahnung. Lieber mehrheitlich dagegen stimmen. Gut, bei der CDU hätte ich eigentlich nichts anderes erwartet und bei der SPD kennt man das ja auch. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wo Deutschland anderen Ländern allerdings was voraus hat, ist bei der sogenannten Therapie gegen Homosexualität. Sowas wird auch heute noch in vielen Ländern angewendet und manchmal wird ein Verbot geplant. Wer weiß, wann das mal irgendwann kommen wird. Klingt so ein bisschen wie, ja, Kohleausstieg machen wir dann irgendwann in 20 Jahren oder Kastenstand für Säue in der Schlachtung wird dann vielleicht in so 8-7 Jahren irgendwann mal verboten. Kann sein, vielleicht kommt es ja noch irgendwann, aber das wird tatsächlich noch sehr häufig angewendet. Aber krass eigentlich, ne? Dass es echt fast überall erlaubt ist, außer in Deutschland. Das ist so dumm, oder? Sowas gibt es noch in echt vielen Ländern. Und habt ihr da von irgendeiner dieser Firmen mit Regenbogenbild irgendeinen Post zugesehen, dass sie sich dagegen aussprechen? Die operieren ja auch international. Oder könnte Deutschland nicht da seine Vormachtstellung in der EU mal so ein bisschen ausspielen für sowas, statt für so eine Scheiße wie Artikel 13? Wäre das nicht vielleicht so ein bisschen sinnvoller? Oder könnte man da im Bundestag mal drüber debattieren, ob man vielleicht seine internationalen Beziehungen irgendwie da ausspielen möchte, statt dass man so nette Sachen macht wie einen Staatstrojaner beschließen? Aber ja, gibt anscheinend wichtigere Themen. Oh, ist natürlich Whataboutism, ne? Wenn das hier der Typ von vorhin sieht, der neoliberale Alter, dann ist vorbei. Gegen SPD und CDU wählen gibt es eine ganz gute Konversionstherapie. Gibt es auch ohne Elektroschocks oder sowas. Das geht einfach mit Bildung und Ethik. Aber zur gleichgeschlechtlichen Ehe kann man in Amerika übrigens was Ähnliches beobachten wie hier mit der SPD. Do you support gay marriage? No, Barack Obama nor I support redefining from a civil side what constitutes marriage. We do not support that. The Defense of Marriage Act. We've all voted, not where I voted and others said, look, marriage is between a man and a woman and states must respect that. Do you think New York State should recognize gay marriage? No. No. Okay. Gut, die Ausschnitte sind jetzt schon ein bisschen älter, aber wie man gesehen hat, kam es ja auch damals schon super an. Kann sein, dass diese Leute sich inzwischen geändert haben, kann auch einfach Populismus sein, weil man Angst um Wahlergebnisse hat. Ich traue denen jetzt nicht so ganz über den Weg, aber das muss ja jeder für sich selbst. Ja, ich weiß nicht, Digga, ich finde es einfach weird, dass man sowas heutzutage, also dass da überhaupt noch drüber diskutiert wird, ob die heiraten sollen oder nicht. Es ist doch scheißegal, welches Geschlecht die Person hat, die du liebst. Warum sollten die denn nicht heiraten dürfen? So, es ist so dumm, auch dass man sagt, oh Gott will das nicht, Digga. Ja, es kann dir doch egal sein. So, dann, was weiß ich, dann will Gott auch keine Homosexuellen, gibt's ja trotzdem. Die sind doch trotzdem in einer Beziehung, die haben doch trotzdem Sex miteinander. Ist doch scheißegal, ob man das dann Ehe nennt oder nicht. Also, so, ich finde, sowas ist halt, das ist halt einfach so dumm. So ehrlich, ich weiß nicht, warum man solchen Leuten da solche Wege in den Stein... Nee, warte, solche Steine in den Weg legt. Ich meine, in Deutschland ist es jetzt natürlich erlaubt, aber halt eines der einzigen Länder so. Und das sind Dinge, die ich nicht verstehe. So, es ist echt dumm, vielleicht um Steuerersparnisse zu verhindern. Ja gut, dass es vielleicht dann Leute gibt, die jetzt zusammen in der WG wohnen und sagen, ja, wir sind aber verheiratet. Ja, okay, wenn es da halt irgendwelche Hinweise drauf gibt, dann sollte das Finanzamt einmal vorbeikommen dürfen, soll gucken und dann hat sich die Sache so. Ohne, dass man da jetzt direkt jeden unter Generalverdacht stellt. Aber trotzdem ist es halt einfach dumm.
So, also jeder Mensch soll doch einfach den lieben, den er möchte. Und wenn einem die Heirat wichtig ist, dann sollen die das doch auch machen können. Egal welches Geschlecht die haben. So, ich weiß nicht, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Sinn drin. Selber entscheiden. Wo Homosexuelle auch in Deutschland bis heute benachteiligt werden, ist beim Blutspenden. Man sagt zwar, das ist, um HIV vorzubeugen, aber es gibt auch homosexuelle Männer, die kein HIV haben. Und wenn man HIV hat, dann wird man halt von der Blutspende ausgeschlossen. Das ist ja natürlich klar, aber auch bei Heterosexuellen kannst du ja trotzdem AIDS haben und diese Blutkonserven werden untersucht. Warum wird jetzt ausgerechnet in einer Zeit, in der das Deutsche Rote Kreuz einen Engpass bei Blutspenden befürchtet, sowas nicht einfach mal freigegeben? Selbst in Russland dürfen Homosexuelle Blut spenden. Gut, mit einem Baseballschläger und einem Eimer vielleicht, aber immerhin können sie es spenden. In Deutschland noch nicht. Warum nicht? Kann man das nicht vielleicht mal anpassen? Man könnte auch im Krankenhaus so ein Formular bekommen, wo man dann ankreuzen kann, ob man auch Homoblut akzeptieren würde. Und die Leute, die dann einen Unfall haben und Nein ankreuzen, die kriegen dann halt keine Blutkonserve, sondern einen Darwin Award oder so. Aber ist ja nur so eine Idee. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen fröhlichen restlichen Pride Month, was auch immer ihr für eine Sexualität habt. Und egal, ob ihr da stolz drauf seid oder nicht. Und egal, welches Geschlecht ihr habt und worauf ihr steht, ein herzliches Fickt euch alle. Imp ist der... Ja, Mann. So ein Ding ist das nämlich. Ja, finde ich gut, das Video.